Okay, wer würde jetzt an der Tür klopfen? Was geht, Freunde? 616 Games hat ein neues Game gestern rausgebracht. Wir sind in dem Game zum allerersten Mal nach 25 Jahren unserem Vater, nachdem er Milch holen gegangen ist. Aber unser Dad ist ziemlich komisch und versteckt zu Hause bei sich irgendwas. Wenn ihr sehen wollt, was für ein Horror uns in dem Haus von unserem Dad erwartet, dann schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein Abo da. Sehr, sehr wichtig, kommt auf Twitch Streams, um an den Chat teilzunehmen. Viel Spaß mit dem Video. Es regnet. Wer ist er? Marky! Bist dann fast da, Harry? Bist du sicher, dass du das machen willst? Ja, Onkel, das ist mein Vater. Ich habe schon immer davon geträumt, ihn endlich mal zu treffen. Nach 25. Oh, also wir treffen vor Real unseren Vater nach 25 Jahren. Unser verdammter Vater war 25 Jahre Milch holen. Oh, Marky ist unser Onkel und er ist wie unser Vater. Okay, Marky war also da wie unser Vater, aber ich muss meinen Vater sehen. Ich möchte einfach nur, dass du glücklich bist. Yo, W Marky Chat for real. W Mar... Danke, Onkel. Mir wird schon gut gehen, okay? Wollt ihr mir sagen, dass das Haus von meinem Vater ist? Bitte bleib nicht stehen, Marky. Bitte bleib nicht hier. Das war's, Chat. GG's im Chat, das war's. Hey, danke fürs Fahren, Marky. Das ist for real das Haus. Yo, Marky, ich hab's mir, glaube ich, doch nochmal anders überlegt. Wie wär's, wenn du mich doch wieder mit... Bro, fährt ein Leichenwagen. Ja. Sind das unsere Taschen? Wollt ihr mir for real sagen, dass das Haus von meinem Vater... Chat, wir sind gekocht. Falls wir jemals gekocht waren, Chat. Wobei, Chat, gekocht reicht nicht mal mehr. Wir sind offiziell frittiert. Das war's. Es ist for real over, Chat, das war's. Das war's! Guckt euch das verdammte Haus an, da sind überall Spinnennetze, da ist überall... Hey, dann denke ich mal, dass wir wohl klopfen bei unserem Vater, hä? Hey, Dad, ich bin hier! Oh, da kommt jemand, hört ihr das? Sollen wir nochmal? Hey, dein Sohn ist hier, Dad. Dad? Warum mach... Hey! Dein... Ist das das richtige Haus überhaupt? Hey, Dad! Ich bin's, dein Sohn. Wegen dem du Milch holen gegangen bist. Das sind wir? Vater? Oh, so reagiert man scheinbar, wenn man seinen Dad das erste Mal sieht. Sohn? Ach komm schon, wir sind nicht in irgendeinem komischen Musical-Film oder so, ha? Da fehlt nur die Musik und dass Leute tanzen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet, dich endlich zu sehen. Jetzt interessiert uns das alles nicht mehr. Was uns interessiert ist, dass wir endlich zusammen sind. Hat Ron einen Monobrau, Chef? Einzelchen, wenn er eine Monobraue hat, zweitenchen, wenn er das markanteste Gesicht der Welt hat und es einfach nur so aussieht. Nein, Chen, ich habe keine Monobraue. Was soll... Ich bin so glücklich, dass ich dich endlich treffen kann. Ich habe so viele Fragen an dich. Ich bin auch glücklich, Sohn. Du kannst reinkommen. Oh, ich kann reinkommen? Es ist mein Haus? Yo, W, Dad, der will das Haus an uns übertragen, Chen. Danke. Wo kann ich meine Taschen lassen? Du kannst den Raum oben nehmen. Das ist ein großes, altes Haus. Oh, findest du? Findest du, dass das Haus groß und alt aussieht? Ich bin mir nicht ganz sicher bei den ganzen Spinnennetzen hinter dir, Dad. Oh, dann denke ich mal, dass wir die Tür offen lassen. Okay, wir lassen scheinbar die Tür offen. Hey, Dad, gibt's noch was? Geh einfach die Treppen hoch und geh rechts lang. Lass da deine Taschen. Okay, Chad, wir sollen einfach hoch. Chad, wie wär's, wenn wir uns das Haus erstmal anschauen? Ich hab ein bisschen Angst. Das ist unser Todesurteil. Chad, was haltet ihr davon? Oh, ist das unser Raum? Komisch. Chad, ist unser Dad komisch? Ich würde sagen, ja. Okay, was haben wir hier? Sollen wir erstmal das Haus untersuchen, Chad? Ich hab ein bisschen Angst. Ist das die Toilette?
Und das ist die Badewanne. Yo, wie wär's, wenn wir so schnell wie möglich wieder abhauen? Wie wär's, wenn wir so schnell wie möglich wieder abhauen, nachdem wir unsere Tasche hier reingelegt haben? Chat, was in aller Welt ist das für ein Haus? Die Toilette ist frisch aus 1890. Und die Badewanne aus 1720 vom ersten Horrorfilm, der jemals gedreht wurde. Ganz davon abgesehen, was für einen absolut komischen Spiegel wir haben. Okay, Chat, das Haus ist ein bisschen creepy. Wer würde hier wohnen, Chat, seid ehrlich. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Haus. Okay, hier ist ein chilliger Fernseher, Flatscreen wenigstens. Was haben wir hier? Okay. Auch nochmal ein Fernseher, der aber komischerweise wirklich aus auch 1870 ist. Okay, hier ist scheinbar der Waschraum. Okay, Chat. Das ist scheinbar das Haus von unserem Dad, was wir bald irgendwann erben werden. Okay, yo, Dad. Ich hab mein Zu... Ist das Blut? Warum hat unser Dad Blut? Hey, ich hab mein Zeug hochgelegt, Dad. Sind die... For real, Chat. Ich wollte mich gerade schon darüber aufregen. Ich hab mich auch aufgeregt, dass es nicht so hell ist, Chat. Wir haben kein Licht. Da ist kein Strom in dem Haus. Seht ihr das? Wir haben kein verdammtes Licht in dem Haus. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich glaube, dass die... Fuses, was auch immer das heißen soll, von unserem Stromkasten explodiert sind. Heißt Fuse Birne, Chat? Heißt Fuse Birne... Wir werden scheinbar jetzt das Licht fixen und dann haben wir hoffentlich wieder Licht. Ich hoffe mal, dass wir jetzt verdammt nochmal das Licht fixen und dann Licht haben, Chat. Das heißt Sicherung, Chat, okay. Ich kann das übernehmen. Oh, also wir treffen unseren verdammten Dad. Nach 25 Jahren, wissen nicht mal, wo der verdammte Stromkasten ist, gehen in das creepigste Haus der Welt rein und wir machen direkt die Hausarbeit? Weil er zu faul ist und lieber auf den verdammten Sessel hockt. Oh, oder weil wir 2 Jahre lang komischerweise als Elektriker gearbeitet haben, okay. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Ich würde auch gern helfen, aber ich habe Rückenschmerzen. Packt ihn euch ab! Schon der Rückenschmerz, okay, dann müssen wir unserem Dad ein bisschen helfen, okay, kein Problem. Geh die Treppen hoch. Erste Tür. Chat, was suchen wir? Was stand da gerade? Was stand da gerade, was wir suchen? Ich hab's nicht ge... Hier ist eine Zange! Okay, und jetzt brauchen wir nur noch Duct Tape, Chat. Ihr wollt mir sagen, alle sagen, dass es unten im Keller ist. Wie riesig ist das verdammte... Wie verdammt nochmal riesig ist dieses Haus? Ist das der... warum ist der Keller mit einem Zahlenschloss, Chat? Ich kann nicht raus... Warum ist der Keller mit einem Zahlenschloss und mit einem verdammten Key abgesperrt? Warum ist der... Oh. Gefunden. Gefunden. Chat, wo denkt ihr, ist der verdammte Sicherungskasten? Wo meint ihr, dass der Sicherungskasten ist? Hey, Dad, ich hab die Zange gefunden und das Tape. Wo soll ich am besten jetzt hingehen, Dad? Okay. Chat, wo ist der verdammte Sicherungskasten? Ich hab nicht gesehen, wo der verdammte Sicherungskasten sein soll. Oben? Wo ist der verdammte... Oh, im verdammt nochmal komischen Dachboden, wollt ihr mir sagen? Ihr wollt mir sagen, dass es verdammt nochmal im komischen Dachboden ist irgendwo? Yo, das ist creepy. Und warum hat Dad 8000 Kartons hier oben? Ist das ein Ra... Chat, welcher Typ würde in seinem Dachboden einen verdammten Rasenmäher hinstellen? Wer würde einen verdammten Rasenmäher in den Dachboden stellen? Ich glaube, das ist der letzte Ort, wo ich einen verdammten Rasenmäher hinstellen würde. Alle. Okay, einzeln Chat, wer seinen verdammten Rasenmäher im Dachboden hat. Chat, wollt ihr mich verarschen? Wie, ist doch klar, dass es nicht funktioniert. Okay, Chat, wir gehen da jetzt hoch und wenn wir F drücken, wird nichts ändern. Wir werden da jetzt verdammt nochmal F drücken und das wird nichts ändern. Ich drehe gleich durch. Ich drehe wirklich durch. Seht ihr, Chat? Es ändert nichts. Hey, hey, wir haben das verdammte Tape, das wir holen sollten. Und wir... Geht das Licht jetzt wieder? Geht das Licht jetzt einfach wieder? Was ist das für Katzi? Mann, ist das Gras hoch. Ich weiß nicht, deshalb... Chat, deshalb geht meine Allergie nicht. Wuhu. Lass mich raten, wir sollen den Rasen... Nicht geht, yo, W-Techniker im Chat. W-Techniker im Chat, let's go! Lass mich raten, die Cutscene sollte heißen, dass wir auch noch für unseren gnädigen Dad den Rasen mähen sollen, ha? Huh? Okay, Licht geht scheinbar wieder. Oh, wisst ihr, was nur das Problem ist? Dass dieser verdammte Raum mindestens genauso dunkel ist wie davor.
Und was noch viel schlimmer ist, ist der Regen draußen, der hier durchtropft. Was ist das für ein Haus? Das fängt an zu schimmeln. Yo, jetzt haben wir endlich Licht. Jetzt sehe ich auch mal, was Dad anhat. Dad, ich sehe dich zum ersten Mal, wie du richtig... Yo, so sieht mein Dad aus? Dad, alles geht wieder, okay? Die Kabel ein bisschen kaputt, ich hab sie... W-Techniker, ich hab sie wieder zum Laufen gebracht. Danke, Sohn. Hast du noch ein paar Fragen an mich? Yo, wie wär's vielleicht, wenn du mir die Frage beantwortest, was du die letzten 25 Jahre gemacht hast, hä? Huh? Du meinst, du gehst Milch, und was für eine Milch hast du geholt? Aus Südafrika die Milch? Dad, du warst 25 Jahre weg! Ich will einfach nur verstehen... Real Chat, genau das wollte ich auch fragen. Ja, du weißt, es waren schwere Zeiten. Auch schwere Zeiten in 25 Jahren, hä? Bro sagt einfach nur, Entschuldigung, es waren schwierige Zeiten, hä? 25 Jahre waren schwierige Zeiten, hä? Wo schaut ihr überhaupt hin? Wo schaut ihr überhaupt hin? Sollen wir ihm verzeihen? Sollen wir ihm verzeihen, Chat? Seid ehrlich. Einzeln, Chat, wer ihm verzeihen würde, ich würde ihm niemals verzeihen, Chat. 25 Jahre lässt uns allein und wir besuchen ihn. Ich würde ihn niemals verzeihen, Chat. Ich hab mein ganzes Leben war ich sauer auf dich, Dad. Aber als ich deine Stimme gehört habe am Telefon, ist mein Hass weggegangen. Also, wir vergeben ihm jetzt einfach. Ihr wollt mir sagen, dass wir es unserem verdammten Dad einfach vergeben? Einfach so? Ja, der fängt gleich an zu heulen. Guckt ihn euch an. Ich dachte, ich würde mir selber niemals vergeben? Hey, wenn, dann bin ich der Typ, der dir vergeben muss, Dad, okay? Hör mir zu. Hey, wenn, dann bin ich der Typ, der dir vergeben muss. Nicht du dir selber, ha? Huh? Was ein Egoist, Chad. Danke, dass du mir noch eine Chance gibst. Ist schon okay, Dad. Bin so glücklich, dass ich dich endlich sehen kann. Ja, was machen wir da mit ihm? Chad, was würdet ihr mit eurem Dad machen, wenn ihr ihn 25 Jahre lang nicht gesehen habt? Was hältst du davon, wenn wir einen Film schauen? Ein Film. Hey Dad, wir haben uns 25 Jahre lang nicht gesehen, okay? Du hattest Monate Zeit zu planen, was wir machen sollen. Und du willst mir sagen, dass wir einen verdammten Film schauen. Wir könnten Golf spielen gehen, Minigolf spielen gehen, bowlen, alles, was essen. Und du willst mit mir einfach nur Filme schauen. Wahrscheinlich das, was du die gesamten 25 Jahre selber gemacht hast, mit deinen Rückenschmerzen in den verdammten Sessel. Der fängt schon an zu schimmeln, der stinkt. Ich habe ein paar Tapes ausgeliehen, die können wir uns anschauen. Okay. Natürlich. Das wäre unglaublich. Wollt ihr mir jetzt wirklich sagen, dass wir einfach random mit unserem Dad auf der Couch sitzen, nebeneinander wie die größten Loser und Filme schauen? Wollt ihr mir for real... das ist scheinbar das, was man macht, wenn man seinen Dad 25 Jahre nicht mehr gesehen hat. Das ist scheinbar das, was man macht? Ja, guckt euch an, wie sie da sitzen. Und was ist eigentlich mit meinem Dad mit seinem linken Arm los, Chat? Warum hat er den linken Arm immer so? Guckt euch an, wie wir da sitzen. Wir sitzen da wie die größten NPCs. Und warum sehe ich nicht mal ansatzweise wie mein Dad aus, Chat? Seid ehrlich. Mein Dad sieht nicht mal ansatzweise aus wie ich. For real. Ich glaube, ich habe noch nie zwei Menschen gesehen, die so unterschiedlich aussehen wie die beiden. Ich hab die... Oh, wir haben uns Filme angeschaut. Wir haben uns nicht nur einen Film angeschaut, sondern wir saßen da wirklich 5 Stunden und haben uns Filme angeschaut. Okay. Aber der letzte war ziemlich komisch. Poopkiller 9? Warte mal, kündigt gerade 616 an, dass sie Poopkiller 9 bald rausbringen? Chef O'Reilly, wir müssen die ganzen Poopkiller-Teile spielen. Einzeln, Chef, wer auch die Poopkiller-Teile sehen will. Die müssen wir alle mal spielen. Wir haben schon 2 oder 3 Teile, sind schon auf YouTube online, Chat. Wir müssen die alle mal spielen. Die Leute, die das kreiert haben, müssen verrückt sein. Oh, for real. Die fliegende Scheiße war... Okay, interessant. Um was es da ging. Also ihr wollt mir sagen, nach 25 Jahren schauen wir uns einen Film darüber an, in dem Scheiße durch den Raum fliegt. Was haben wir für einen Loser-Dad? Chat, bewertet unseren Dad auf einer Skala von 1 bis 10. Bewertet unseren verdammten Dad auf einer Skala von 1 bis 10. Was ist das für ein Loser? Ich werde jetzt schlafen. Oh, wie viel Uhr haben wir? Wir haben 21 Uhr. Willst du doch das Sandmännchen anschauen oder warum gehst du jetzt schon ins Bett, Dad? Ha? Erster Tag mit unserem Dad, der will jetzt schon schlafen gehen? Ich bin alt und ich bleib gern länger wach.
Gute Nacht, Dad. Wenn du irgendwas brauchst, dann ruf mich einfach an. Ruf mich an? Wie groß ist das Haus? Okay, mein Haus hat locker 5000 Quadratmeter. Okay, schau dir gerne den Rest des Hauses an, aber geh auf gar keinen Fall in den Keller. Warum will er nicht, dass wir in den Keller gehen? Ich meine, ich habe gesehen, dass er doppelt abgesperrt ist, aber warum will er nicht, dass... Chad, rat mal, was er da unten versteckt. Was denkt ihr versteckt unser Dad in dem Keller? Was denkt ihr versteckt unser Dad in dem... Wow, ich denke auch schlafen, ich bin... Okay, lass uns mal nur mal kurz schauen, wo unser Dad schlafen geht. Nur damit wir Bescheid wissen, wo wir ihn finden könnten. Falls irgendwas passiert im Haus, ihr wisst schon. Chad, ist es creepy, unseren Dad auszuspannen? Guckt ihn euch... Hey Dad, wo ist denn dein Zimmer? Oh, das ist dein... Und ich habe mich selber offiziell ausgesperrt. Chef, bin ich ein Loser oder bin ich kein Loser? Ich glaube, ich bin der größte Loser der Welt. Ich sperre mich selber aus. Okay, Chef, dann gehen wir wohl auch einfach mal schlafen. Ich meine, wir dürfen ja überall hin, außer in den Keller. Okay, wow, was ein anstrengender Tag, Mann. Endlich habe ich meinen Dad getroffen. Und wir legen uns jetzt schlafen in ein Bett ohne Decke und ohne Kopfkissen. Was sind wir, ein Psychopath? Wir legen uns schlafen ohne Bett und ohne... ohne Decke und ohne... Okay. Wow, anstrengender Tag. Jetzt? Oh, er ist nackt! Ja. Das war's offiziell mit dem verdammten TikTok-Stream. Warum hat unser verdammter Dad uns gestalkt, während wir geschlafen haben? Und dann auch noch nackt! Habe ich das gerade geträumt oder habt ihr das auch gesehen, Chef? Einzeln, Chef, wenn gerade auch nackt gesehen. Habe ich das geträumt? Okay, jetzt zu schreiben, ich würde, ist crazy. Denkt ihr es bei seinem Zimmer? Und das war kein Traum offiziell, Chef. Ja, GG, es war offiziell... Was machst du, Dad? Chef, auf was haben wir uns eingelassen? Ja! Er hat uns gesehen, wie wir ihn... Chef, was ist das schon wieder für ein 616-Game? Ich kann nicht mehr. Was ist das für ein Game? Okay, yo, wie wär's, wenn wir den wegbannen, der schreibt, ob mein Dad OnlyFans hat? Das ist wahnsinnig! Yo, wie wär's, wenn wir unseren Dad direkt konfrontieren damit? Das war sehr, sehr komisch. Ich muss ihn sofort, yo. Wie wär's, wenn du straight zu Dad gehst, der auch wahrscheinlich, yo, der wahrscheinlich wieder auf dem Sessel sitzt, war klar, und wieder nichts macht, hä? Wie wär's, mal ein bisschen sauber zu machen? Yo, was hast du gestern in meinem Zimmer zu suchen gehabt? Splitterfasernackt. Du warst splitterfasernackt in meinem Zimmer gestern. Was soll das? Oh, wir sind so nett zu ihm. Wir fragen einfach, ob alles gut ist, ha? Guten Morgen, mein Sohn. Alles ist gut. Oh, alles ist gut. Neben dem Fakt, dass du nackt in meinem Zimmer standest, ha? Ob ich gut geschlafen habe? Ja, eigentlich habe ich ziemlich gut geschlafen, bis um 3.47 Uhr nachts, als du nackt in meinem Zimmer standest, Dad. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich ziemlich gut geschlafen, tatsächlich. Und danach habe ich kein Auge mehr zubekommen. Chad, denkt ihr, das ist überhaupt mein Vater? Warum muss er so oft betonen, ich bin dein Vater, ich bin dein Vater? Warum muss er so oft betonen? Chip, was ist, wenn es gar nicht mein Vater ist? Chip, kein Vater würde das machen, ich mein's ernst.
Letzte Nacht, was hast du gemacht? Ich meine, du... Warum sind wir so nett zu ihm? Der war vor Reacher... Wir kommen zu den Fakten. Wie wär's mal zu den Fakten zu kommen? Der stand splitterfasernackt vor uns nachts und hat uns gestalkt. Wie, du bist durch das Haus nackt durchgegangen, hä? Der macht es nicht. Was waren das für Schritte gerade? Ich? Nein. Ich hab wie ein Baumstamm geschlafen. Ich hab wie ein Baumstamm geschlafen. Ich hab meinen Raum nicht verlassen. Oh, also er schlafwandelt. Ihr wollt mir sagen, dass mein verdammter Dad schlafwandelt und das Ganze nackt macht. Jo, wie wär's, wenn wir uns direkt einfach mal kurzerhand ein Hotel mieten? Ich hab letztens einmal mit unserem Onkel Marky langgefahren, hab ich gesehen. Und da war ein relativ gutes Hotel, hab ich gesehen. Wie wär's, wenn wir straight mit unseren Koffern rausgehen, Marky in der nächsten Zentrale anrufen und in irgendeinem Hotel schlafen? Oh, es war nur ein Traum. Ja, es war kein Traum, weil der gesamte Chat und ich es gesehen haben. Es war kein Traum, weil der gesamte Chat und ich es gesehen haben. Wir fragen ihn wieder, ob er irgendwas machen. Okay, wenn er jetzt so dreist ist und uns sagt, dass wir noch eine Hausarbeit erledigen müssen. Chat, dreh ich durch. Wenn Dad jetzt so dreist ist und sagt, dass wir noch was... Oh, du raubst mir also den Schlaf... Wodurch ich nur 3 Stunden Schlaf hatte, hä? Nachdem ich den beschissensten Tag mit dir hatte, weil du nach 25 Jahren auf nichts anderes gekommen bist, als Film mit mir zu schauen? Und dann verlangst du von mir, dass ich, nachdem ich dein gesamtes Licht, was wahrscheinlich seit 9 Monaten kaputt war, repariert habe, verlangst du von mir, dass ich noch deinen verdammten Rasen mähe? Ja! Oh, ob er vielleicht einen Rasenmäher hat? Ja, der Rasenmäher ist nämlich komischerweise, wo es niemand hinstellen würde, und zwar im Dachboden oben. Den haben wir doch gestern schon gesehen. Cello, ist unser Dad sus, seid ehrlich? Ist unser Dad sus? Ich glaube, der ist ziemlich sus. Unser Dad ist ziemlich, ziemlich sus, Cello, ich mein's ehrlich. Unser Dad ist sehr, sehr sus. Ja. Wie wär's? Warte mal, was war... Jo, wie wir es in den Rasenmähern nicht oben anmachen, weil ich bezweifle, dass wir einen Holzboden mähen wollen. Ich bezweifle, dass wir einen verdammten Holzboden mähen wollen, ha? Wie wir es, wenn wir erstmal den Rasen mähen, der ziemlich lang ist, was mir extra schon 8-mal gezeigt wurde? Tja, was sind wir? Wir sehen unseren Dad nach 25 Jahren wieder, nachdem er Milch holen war, und wir machen seine Hausarbeit. Wir machen einfach Bro seine Hausarbeit. Oh Mann. Okay, dann mähen wir nur mal den Rasen. Jo, wie lange hat er den Rasen nicht mehr gemäht, Chef? Ratet mal, wie lange er den Rasen nicht mehr gemäht hat. Das ist wahnsinnig! Wie riesig ist eigentlich das verdammte Haus? Warum ist dieses Haus so unfassbar riesig? Ich könnte schwören, dass er nicht gleich hier irgendwo beobachtet durchs Fenster. Chef, haltet die Augen offen, nicht, ob er uns irgendwie komischerweise beobachtet. Ihr müsst die Augen offen halten. Denkt ihr, er beobachtet mich? Ich glaube, ja. Okay. Noch 2-mal mähen und dann... Okay, ich bin fertig! Oh, wollt ihr mir sagen, wir sollen den Garten auch noch mähen, hä? Ich bin fertig, hey, Dad! Der Rasenmäher geht nicht aus! Der Rasenmäher! Ja! Hey, Dad, ich bin fertig mit dem Rasenmähen. Soll ich den... Okay, dann mähen wir drin auch noch. Dann mähen wir scheinbar im Wohnzimmer auch noch, Chat, hä? Soll ich hier auch noch mähen? Soll ich den auch noch in dem Zimmer auch noch mitmähen? Oh, wir haben scheinbar den riesigsten Garten in der Nachbarschaft. Wir haben scheinbar den riesigsten Garten in der Nachbarschaft. Wir haben einen Pool? Jo, alles, was ich jemals gesagt habe zu dem Haus, Dad. Wie wär's, wenn du das Haus mir doch schenkst? Weil der Pool ist wahnsinnig. Der Pool ist wahnsinnig, Chad. Wir haben einen verdammten Pool. Jo, der Pool holt's gerade raus, Chad, ich mein's ernst. Der Pool holt's gerade raus. Denkt ihr, wir sollen ihn auch noch mitmähen? Okay, dann mähen wir jetzt mal noch den Garten noch ein bisschen fertig. Oh Mann, das ist krass hoch. Chad. Okay, ich glaube, ich habe mich gut geschlagen. Chat, bewertet meine Gärtner-Skills auf einer Skala von 1 bis 10, seid ehrlich. Bewertet meine Gärtner-Skills auf einer Skala von 1 bis 10. Oh Mann, bin ich gut! Ich sollte besser den Rasenmäher zurückbringen. Okay, yo, wie wär's, wenn wir das sofort machen, bevor Dad uns noch umbringt?
Warum schreibt ihr eine 1? Steht den Rasen perfekt gemäht. Was meint ihr mit einer 1? So schlecht war es nicht. Okay, und manche übertreiben wieder und schreiben minus 1 Million. Das ist wahnsinnig. Minus 69 ist verrückt. Okay, also ihr wollt mir sagen, dass der Tagesablauf von meinem Dad for real einfach ist. Ich setze mich in diesen verdammten Sessel mit meiner Hand, hä? Soll ich dann noch die Nägel schneiden, hä? Das wär's ja am besten noch, hä? Soll ich dir noch die Nägel schneiden, Dad? Die sind ein bisschen lang. Okay, Dad, ich hab den Rasen gemäht, wie du es gesagt hast. Danke, Sohn. Oh Mann, ich kann mich gar nicht mehr um das Haus kümmern. Mein Rücken tut so weh. Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier, um dir zu helfen. Nein, ich bin eigentlich hier, um meinen verdammten Dad nach 25 Jahren das erste Mal in meinem Leben zu sehen, okay? Was sind wir für ein Loser, Chad? Seid ehrlich. Was sind wir für ein Loser? Wenigstens haben wir Seiten auf Null. Oder so. Wer hat da geklopft? Chad, habt ihr es gehört? Wer hat gerade an der Tür geklopft? Jemand klopft an der Tür! Falls es jemand ist, der nach mir schaut... Oh, ich soll auch noch die Tür aufmachen? Du verlangst von mir, dass ich auch noch die Tür aufmache, hä? So! Was soll ich noch machen, hä? Geschirr waschen, Kuchen backen, Essen machen, die Fingernägel schneiden, Plätzchen backen, Muffins backen? Was noch, Dad? Jemand klopft an der Tür. Wenn es jemand ist, der nach mir schaut, dann sag ihm, dass ich nicht da bin, bitte. Warum soll ich da... Chef, warum sollen wir nicht in den Keller gehen? Warum sollen wir nicht sagen, dass unser Dad hier... Es brennt hier Licht, natürlich bist du da, Dad. Chat, das ist ein bisschen sus. Okay, wer würde jetzt an der Tür klopfen? Was macht Queso vor der Tür? Warum klopft Queso an unserer Tür? Chat, hört auf, 1:1 zu schreiben. Was macht Queso vor unserer Tür? Hey, Case, geht's dir gut? Brauchst du... Guten Morgen, kann ich Ihnen helfen? Und es ist for real, Case, oh. Es ist for real, Case... Was macht Case auch vor meinem Haus? Oh, wie crazy! Hey, du müsstest Jessys Sohn sein. Er hat viel von mir geredet? Er hat mich noch nie gesehen! Was will Case von mir? Verzieh dich! Ja, ich bin's. Ja, wir reden so, als wären wir Profifußballer, Chad. Wir reden so, als wären wir Profifußballer. Bist du vielleicht der Freund von meinem Vater? Ich kenne deinen Vater seitdem ich ein Kind war. Ich lebe gleich nebenan. Und GG, Case, seine Adresse wurde gerade eben geleakt. Chat, falls ihr Pizza zu ihm bestellen wollt, ihr könnt es gerne machen. Seine Adresse wurde gerade eben geleakt. Wir werden gleich schauen, wo er genau wohnt. Okay, kann ich was für Sie tun? Wollen Sie vielleicht meinen Vater sehen? Weil er ist nicht zu Hause. Der ist nicht zu Hause. Schon länger nicht mehr. Ich würde gerne mit... Hey, wie ich gerade gesagt habe, er ist nicht da. Ich würde gerne mit Jesse reden. Ich habe ihn seit Monaten nicht mehr gesehen. Geht's ihm gut? Chat, irgendwas ist ganz komisch. Chat, irgendwas an der Sache ist ganz, ganz komisch. Ich mein's ernst. Irgendwas an der Sache ist ganz, ganz komisch. Eins in Chat, wer auch denkt, Queso ist mein Vater. Wer denkt auch eigentlich, ist Case mein Vater? Seid ehrlich. Geht's ihm gut? Ihm geht's gut, aber leider ist er, wie gesagt, nicht hier. Oh, ihr denkt alle, Case ist mein... Leider ist er nicht hier, aber... Ich werde ihm mitteilen, dass du hier warst. Okay, wenn du irgendwas brauchst, ich bin gleich hier. Yo, wenn du gerade schon sagst, ich habe gehört, dass du immer einen relativ vollen Kühlschrank hast. Wir haben kein Essen mehr. Wie wär's, wenn ich mir ein bisschen was ausleihen könnte? Der Nachbar Casey war hier, Dad. Ich habe ihm gesagt, dass du nicht da bist. Das war der Nachbar. Er hat gesagt, dass er dich seit Monaten nicht mehr gesehen hat. Oh, der Nervige? Oh, er klopft immer an der Tür. Hast du vielleicht ein paar Probleme mit ihm, Dad? Er hat gesagt, dass ihr... Oh, das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, dass er ihn seit der Kindheit schon... Ich mag ihn einfach nicht. Immer spannt er mich aus und belästigt mich. Weil ich ehrlich zu sein, ich mag eigentlich keinen von den Nachbarn. Verstanden. Ich habe ihm gesagt, dass du nicht da warst.
Chad, warum will er nicht gesehen werden von den Nachbarn, seid ehrlich? Chad, warum will er nicht von den Nachbarn gesehen werden, seid ehrlich? Yo, irgendwas ist ganz, ganz weird mit unserem Dad. Irgendwas ist ganz, ganz weird mit unserem verdammten Dad, ich mein's ernst. Brauchst du irgendwas, Dad? Oh, wenn er jetzt sagt, ich soll noch was machen, dreh ich durch. Chad, Paya ist Kuchen, hab ich recht? Ich hab einen Kuchen gemacht, der ist auf dem Tisch. Könntest du ihn in den Ofen packen? Hey, ihr wollt mir sagen, dass mein verdammter Dad, obwohl im Kühlschrank weder Milch, Eier noch irgendwas zu essen ist, aus dem Nichts einen Kuchen gezaubert hat, aber zu faul war? Mit seinen Rückenschmerzen, hä? Konnte mit seinen Rückenschmerzen wieder nicht in den Ofen tun, hä? Aber er kann verdammten Kuchen backen, noch einkaufen gehen davor, oder was? Was soll das? Natürlich. Chad, sind wir ein Loser, seid ehrlich. Eins sind Chad, wenn wir ein Loser sind. Zwei sind Chad, wenn ich auch in Real Life ein Loser bin. Drei sind Chad, wer... Was ist das für ein Kuchen mit Zwiebeln? Da sind Zwiebeln dran! Chad, ich glaube, unser Dad ist ein Skinwalker oder so. Wer würde einen Kuchen mit Zwiebeln essen, Chad? Wer würde einen Kuchen mit Zwiebeln essen? Yo, ich werde nicht ein Stück davon essen, weil der Kuchen for real verdammt nochmal vergiftet ist. Wir haben im Kühlschrank nicht eine Sache, seht ihr das? In diesem verdammten Kühlschrank ist weder Eier noch irgendwas anderes. Wir haben nicht mal Teller, wir haben nichts. Wir haben nicht mal Besteck. Und er zaubert einfach so einen Kuchen, obwohl er rückt. Oh, yo, was war das gerade für ein Ton? Was war das gerade für ein... Yo, warum kam gerade der Ton, als wir den Kuchen reinhaben? Chat, der Kuchen ist vergiftet, ich mein's ernst. Wer denkt auch, dass der verdammte Kuchen vergiftet ist? Wir haben den Kuchen Alles läuft gut? Oh, yo, den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Aber es fühlt sich an, als ob er was verstecken würde. Ich weiß nicht. Ich meine, er hat beim Keller zwei Schlösser. Und... Ich weiß auch nicht, was da unten sein soll. Oh, ihr wollt mir sagen, wir schauen jetzt nach, was in dem verdammten... Okay, wir warten darauf, bis er schlafen geht. Und dann klauen wir die Schlüssel von Dad, Chad. Merkt euch das. Yo, jetzt werde ich mutieren zu Marco Bond 007, Chad. Marco Bond 007. Ihr werdet... Eddie? Und Eddie, du hast for real das Beste gerade verpasst. Aber ich glaube, es wird eh safe nochmal kommen. Weil 616 sich einfach dachte, sie packen einfach Kato in das Game. Ha! Yo. Aber Kato nicht einfach als Bild oder so, sondern als Charakter. Er schlafen... Oh, wir können jetzt zu Dad gehen? Und das ist das lauteste Schnarchen, was ich jemals gehört habe. Und das ist das lauteste Schnarchen, was ich jemals ge... Chat, wer schnarcht auch so laut, denn ehrlich? Denkt ihr, der Code ist for real 616, Chat? Die Tür ist zugesperrt! Oh, ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Tür davor zugesperrt war. Okay, unser Dad hat die offen gelassen. Chat, hier wird irgendwas sein. Hier wird irgendwo ein Schlüssel sein. Irgendwo wird hier ein Schlüssel sein, Chad. Mach die Augen auf. Wofür würde man ein verdammtes Zahlenschloss an der Tür hängen, wenn man for real den größten Zettel der Welt in der Wohnung liegen hat, wo dick und fett draufsteht, was der Code ist? Ja, wer... Das ergibt nicht mal Sinn. Okay, Chad, merkt den Code. 739, ihr müsst den gleich nochmal reinschreiben. Ich werde es eh vergessen. Gibt's hier vielleicht einen Lichtschalter? Der Schlüssel muss im Raum von meinem Dad sein. Ja, nur das Problem ist, dass der verdammte Raum von deinem Dad abgeht. Leise, Chad, ja. Hat er wenigstens was an diesmal? Hat er bitte diesmal wenigstens was... Chad, was ist mit diesem Arm los? Er muss ihn immer gerade halten. Er muss ihn for real immer gerade halten. Chad, was ist mit seinem... Die Hand riecht gut. Müsste Blumenseife sein. Okay. Sollen wir ihm Rache geben, Chad? Soll ich auch meine Hose runterziehen und splitterfasernackt vor ihm stehen? Seid ehrlich. Okay, dann machen wir ganz leise die... Und das war das lauteste Türzuknallen, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. GG. Okay, dann gehen wir runter in den Keller. Haha. Chad, was war der Code nochmal? 7 3 9. Und dafür sollten wir den Schlüssel haben, habe ich recht? Okay, Chad, was erwartet uns jetzt hier unten? Warte mal.
Was denkt ihr, wird uns da unten jetzt er... Hallo? Oh, er hatte recht, Chat. Chat, er hat verheimlicht hier unten nichts. Ich dachte, hier unten sind Leichen oder so. Chat, ich dachte, hier unten sind Leichen. Er hatte einfach recht gehabt, dass es einfach unfassbar dreckig und schmutzig ist. Okay. Warum hat er so einen komischen Folterkasten hier, Chat? Ja, warum hat er da einen komischen Folterkasten, Chat? Meinst du, ein bisschen dunkel, ein paar Fliegen, aber... So wirklich versteckt er hier unten nichts, Chat, habe ich recht? So wirklich... warum ist Blut vor der Tür, Chat? Warum ist... Zugesperrt. Die Tür... Ja, Chat, das war's, by the way. Weil da einfach mal kurzerhand Blut vor der Tür ist. Weil da kurzerhand einfach mal Blut vor der Tür... Verdammt, der ist aufgewacht! Ich muss ihn verstecken! Oh. Aber das ist wohl der schlechteste Versteckspot, den ich jemals gesehen habe. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so ein schlechtes Versteck gesehen wie dieser Spot! Bro wird uns in 0,2 Millisekunden finden! Kommt der runter? Er ist schon wieder nackt. Er ist schon wieder... Leise, Chat, leise, leise, leise! Bitte nicht! Warum sieht es da drin aus, als ob was brennt? Chat, warum flackert da drin Licht, als ob Feuer brennt? Warum brennt... Okay, wenn er gleich rauskommt, Chat, müssen wir wieder leise sein. Wir müssen wieder leise sein gleich. Was versteckt ihr da? Was? Ich seh... Was denkt ihr, macht ihr da drin? Er kommt her, er kommt her. Er hat straight in unsere Augen geschaut, Chat. Bro hat straight in unsere verdammten Augen geschaut. Chat, denkt ihr, verbrennt da drin Queso for real, unser Nachbar? Denkt ihr... Chat, sollen wir Queso rufen? Einzige, wenn wir Queso rufen sollen, ha? Wir müssen for real unseren Nachbarn Queso rufen, ich glaube ehrlich. Hat er die Tür wenigstens offen gelassen? Okay, wenigstens hat er nicht entdeckt, dass wir hier unten waren. Wenigstens hat er... Oh. Das ist sehr, sehr komisch. Was versteckt er bloß in dem Keller, Chat? Was denkt ihr, versteckt er in dem Keller? Ich bin... Er klopft jetzt schon wieder an der Tür. Und Queso ist wieder vor unserer Tür, Chat. Queso ist wie... Hey, yo. Queso, was machst du schon wieder vor uns, hä? Was machst du schon wieder vor der Tür? Ich hab doch gesagt, dass mein Dad nicht zu Hause ist. Hä? Hast du Hunger? Wir haben auch nichts mehr im Kühlschrank. Was gibt... Du schon wieder, hä? Ein bisschen spät, so spät an der Tür zu klopfen, wie ich gerade gesagt habe. Sorry, ich mache mir nur ein bisschen Sorgen. Ich habe deinen Dad schon eine ziemlich lange Zeit nicht mehr gesehen. Geht's ihm gut? Bro kam vor 5 verdammten Stunden, als noch Tag war, zu mir her und hat allen Ernstes gesagt, yo, wo ist dein Dad? Ich habe ihn seit Monaten nicht mehr gesehen. Hey, mein Dad schläft. Es ist 2 Uhr nachts. Was erwartest du? Ja, ihm geht's gut. Er schläft schon. Kann ich reinkommen? Wie wär's, wenn wir dich nicht reinlassen? Hm? Ich fühle mich nicht so sicher und außerdem ist das nicht mein Haus, okay? Ich darf's nicht entscheiden. Und worüber willst du eigentlich mit mir reden, hä? Ich hab nichts mit dir zu bereden. Ich kenne dich nicht mal. Und ich wollte eigentlich auch... Ich wollte eigentlich auch gerade schlafen. Chat, sollen wir ihn reinlassen? Seid ehrlich. Was sagt ihr? Eins in Chat reinlassen, 2 in Chat nicht reinlassen. Weil das ist Case, Chat. Ich will nur sicherstellen, dass sie... Warum ist es ihm so wichtig, dass er sicherstellen will, dass es meinem Dad gut geht? Ich meine, ich habe ihn, wie gesagt, seit Monaten nicht mehr gesehen. Ich habe schon gesagt, ihm geht es gut. Okay, ich werde dich alleine lassen.
Aber sag ihm bitte, dass er morgen vorbeikommen soll und dass ich mit ihm reden will, okay? Warum ist es dir auf einmal so wichtig, ha? Seit Monaten hast du ihn nicht mehr gesehen, auf einmal willst du mit ihm sprechen. So. Was ein komischer Typ. For real. Ich soll besser schlafen gehen und catch it, wir gehen schlafen. Yo, was geht in diesem Haus eigentlich? Vorsicht, Chad. Was geht hier ab in dem Haus? Oh, wie wär's, wenn wir diesmal nicht wieder von unserem Dad überrascht werden, nackt? Wie wär's, wenn wir diesmal nicht wieder von unserem... Das letzte Mal ist der Tonkampf-Chat, ist es nicht so gut geendet. Das letzte Mal ist der Tonkampf-Chat, ist es nicht ganz so gut geendet. Hört ihr die Schritte? Hört ihr die verdammten... Lass mich raten, mein Dad sitzt wieder auf dem verdammten... Dad? Wo bist du, Dad? Oh nein, sag mir nicht, dass da unten... Chad, wenn jetzt die Tür zum Keller offen ist, sind wir gekocht. Dad? Wenn jetzt die Tür zum Keller... Und GG ist in Chat, das war's. Und GG's in Chat, das war's offiziell. Denkt ihr, diesmal ist die Tür offen? Dad, hey, wo... Wo bist du, Dad? Bist du hier unten? Die Tür war komischerweise... Ganz komischerweise offen. Habt ihr das gehört? Da lebt jemand. Verdammt, ich muss die Tür öffnen lassen! Die Tür! Das war's. Habt ihr oben Brecheisen gesehen, Chat? In der Küche muss doch irgendwas sein. In der Küche muss irgendwas sein. Da ist mein Dad, by the way. For real, mein Herz hat mal wieder zum 8000. Mal 69 Rückwärtssaltos gemacht, Chat. Ja. Hey Dad, ich weiß, dass ich hier nicht hätte runtergehen dürfen, aber die Tür stand komischerweise offen. Das sagen wir ihm. Nach 8 Minuten sagen wir zu ihm, dass er mich erschrocken hat. Okay. Was habe ich gesagt? Das habe ich darüber gesagt, dass du nicht in den Keller gehen sollst? Es tut mir leid, aber... Ich war neugierig. Du weißt doch, wie man noch mit 25 ist. Ich war neugierig. Das ist mein Zuhause. Du musst es respektieren. So schmeiß dich raus. Hey, das tut mir wirklich leid. Ich werde es nicht wieder tun, okay? Ich meine, da unten ist ja nicht irgendwie komischerweise Blut und jemand hat geschrien nach Hilfe oder so. Sondern das sieht ja einfach nur dreckig aus. Da ist ja nichts Suspektes unten. Ich denke... Ich hoffe, dass du nicht noch besser, nicht noch mehr Regeln brichst. Was für mehr Regeln soll es noch geben, hä? Du hockst jeden Tag in einem Sessel rum. Ich mache die Hausarbeit für mich, jetzt mache ich einmal einen Fehler und du willst mich rausschmeißen? Jamie, zu flüchten. Wie wär's, wenn du so schnell wie möglich deine Taschen packst und abhaust? Wie wär's, wenn du so schnell wie möglich deine verdammten Taschen nimmst, packst und abhaust? Ich verspreche es dir. Brauchst du irgendwas, Dad? Der Nachbar. Ist er schon wiedergekommen? Du meinst seinen Freund? Ja! Oh, ich glaube nicht, dass es sein Freund ist. Er kam letzte Nacht schon wieder her. Er wollte nachschauen, ob es dir gut geht. Der Neugierige... Ich muss hier wegziehen! Oh nein, er muss nicht wegziehen, sondern er muss in die Stadt. Oh, er muss in die Stadt gehen. Was musst du in der Stadt erledigen? Hey Dad, was musst du in der... Geh nicht in den Keller. Warum kommt jetzt das Sassim... Yo, die Musik gefällt mir gar nicht, Chat. Das ist die 616-Game-Musik, die mir nie gefällt. Sperrt er wieder zu? Bro denkt, ich gehe nicht runter, nur weil er die Tür zumacht. Bro denkt, ich gehe nicht runter, weil er die... Okay, Chad, er geht jetzt vor. Warte, ihr wollt mir sagen, dass Bro das Haus verlässt, kurz nachdem wir eine Regel gebrochen haben, und der sperrt den Keller nicht weiter zu? Ist es das, was ihr mir sagen wollt? Also, ihr wollt mir sagen, wir könnten den Keller einfach... Oh nein, er hat nämlich noch zwei krassere Hochsicherheitsschlösser angebracht, dass wir wirklich nicht runtergehen können, Chad. Was will er da unten verstecken, Chad? Was denkt ihr, versteckt er? Okay, was sollen wir jetzt machen?
Jo, warum stalkt mich Queso? Schon verstanden gerade, was wir machen sollen? Wo ist er hin? Chef, was stand da gerade? Ja! Was stand da, was wir machen sollen, Chat? For real, zwei Jumpscares so dicht beieinander und davor kommt nichts, ist wahnsinnig. Oh, wir sollen scheinbar einfach in den Raum gehen, wo er gestalkt hat. Okay. Hä? Warum ist das Tor da links offen? Seht ihr das? Unser Tor zum Garten ist... Unser Tor zum Garten ist... Und wir sind offiziell gekocht, Chat, das war's. Wir sind offiziell gekocht, das war's. Oh na! Wir schauen Queso sein Stream. Ich hasse Opernsänger. Wer singt besser, Chat? 1 in Chat, Queso, 2 in Chat, ich. Wer singt besser, Chat? 1 in Chat, Queso, 2 in Chat, ich. Wer singt besser, ha? Oh, und ihr wollt alle gebannt werden, Chat? Oh, verstanden, ihr wollt einfach alle gebannt werden. In welchem Universum soll Case besser singen? Okay, sollen wir schlafen gehen? Mein Vater... Bro sagt zu uns, dass er direkt wieder zu Hause ist. Okay, er sagt zu uns, er ist bald wieder zu Hause und ist aber einfach 8 Stunden lang nicht heimgekommen. Seit 8 Stunden kam er nicht nach Hause. Hat's doch geklopft? Hat gerade jemand an der verdammten Tür geklopft, Chat? Ja? Chat, wer denkt auch, dass er einfach nur, schauen wir, ob wir was zu essen zu Hause haben? Du schon wieder, ha? Huh? Mein Dad ist nicht zu Hause, wie ich gesagt habe. Du musst mir zuhören, okay? Du bist in Gefahr. Okay, komm schon. Was will mir Bro jetzt erzählen? Ich bin in Gefahr. Du bist die Gefahr. Ja, ich bin in Gefahr wegen dir. Oder Chat, for read, einer schreibt rein, denkt ihr, er steht einfach um meinen Dad? Denkt ihr, er will was für meinen Dad, Chat? Seid ehrlich. Was redest du überhaupt? Ist das eine Bedrohung? For read, er will, glaube ich, mich und meine ganze Familie bedrohen. Mein Dad und mich will er bedrohen, hä? Nicht mit mir, ich rufe die Polizei. Nein! Pass auf, hör mir zu! Du musst mir vertrauen! Oh, ich soll also scheinbar irgendeinem komischen Typen, den ich vor 3 Tagen das erste Mal gesehen habe, vertrauen? Mehr als... Okay, wobei, unseren Dad haben wir um genau zu sein auch vor 3 Tagen das erste Mal. For real! Yo, true! Wir haben gerade noch seinen Stream geschaut und jetzt steht er vor unserer Tür. Wir schauen gerade seinen Stream an, 2 Sekunden später steht er vor unserer Tür und wir tun so, als würden wir ihn nicht kennen. Ist Bro dumm? Mach ein Bild mit ihm! Ich kenne dich nicht. Bro will mir sagen, dass er ihn nicht kennt. Obwohl er for real vor 2 Minuten noch sein... Vor 1:37 noch seinen Stream geschaut hat. Warum soll ich dir vertrauen? Und kennst du deinen Vater? Vertraust du ihm? So. Komm, sag einfach was. Sag einfach, was du willst. Ja? Ich verstehe es einfach nicht. Sag's einfach. Lass mich rein. Ich bin mir sicher, dass er im Keller ist. Er ist nicht im Keller. Es fängt langsam an, mir Angst zu machen. Wer ist denn im Keller? Ich werde dir die Wahrheit zeigen. Lass mich einfach rein. Okay, okay. Also wir lassen jetzt Okay! Und ich wurde GG. Ich wurde gerade zertrampelt, Chat. GG. Ich wurde gerade eben zertrampelt. Wer ruft mir einen Krankenwagen, weil Case gerade eben über mich gelaufen ist? By the way, Chat, wir sind offiziell tot. Ich glaube nicht, mein Krankenwagen kann mich retten. Bro hat mich gerade überrannt. Hat er gerade einfach die Tür eingetreten? Oh Mann, guckt ihn euch an! Was denkt ihr, wer er ist, hä? Superman? Ein Superheld? Wer denkt Bro, wer er ist? Was?
Komm, erzähl's mir direkt. Was willst du mir zeigen? Chad will mich umbringen. Ich glaube, Case will mich umbringen, Chad, mein Herz. Aber ich habe schon erahnt, dass hier irgendwas falsch läuft. Jesse ist ein guter Mann, aber ich habe immer mit den ganzen Nachbarn geredet. Ich verstehe einfach nicht, was sie von mir wollen. Du verstehst es nicht? Du bist kein Kind mehr. Hä? Was will er mir sagen dann? Der Mann ist nicht dein Der Mann ist nicht mein Vater. Wer hätte es gedacht, Jeff? Queso. Yo, rest in peace, Queso. Yo. Oh, wachen wir auf! Oh, wir sind jetzt hinter der Tür. Da unten sind die Blutflecken. Mein Dad ist rechts. Mein Dad ist rechts, hä? Was willst du? Was will mein Dad rechts? Aber er hat keine Monobraue. Chat, der sieht genau aus wie mein Dad, nur ohne Bart und ohne Monobraue. Denkt ihr, mein Dad, also mein Fake Dad, ist ein Skinwalker und hält meinen realen Dad gefangen, Chat? Das ist crazy. Und das ist for real so, Chat. Und das ist offiziell for real so. Das ist unser richtiger Dad? Yo, Dad, ich dachte, wir treffen uns an einem anderen Ort, vielleicht der ein bisschen friedlicher ist. Mein Vater. Ich bin verwirrt. Ich dachte, mein Vater ist der... Er hat mich gekidnappt. Ich bin hier seit Monaten eingesperrt. Seit Monaten eingesperrt ist wahnsinnig. For real, Bro ist einfach seit 25 Jahren unter der Treppe eingesperrt. Und Yannick mit dem verdammten Prime seit dem zweiten Monat. Wichtigster Monat. Danke, Yannick, für den Sub im zweiten. Er hat mich reingelegt. Ich dachte, er war mein Vater. Es tut mir leid, ich wollte dich auf diese Art und Weise kennenlernen. Aber wer ist er und warum sperrt er dich hier ein? Ich weiß es einfach nicht. Er hat mir angeboten, mein Gärtner zu sein und hat mich dann mit einer Schaufel am Kopf geschlagen. Dann bin ich hier aufgewacht und seitdem foltert er mich jede Nacht. Was zur Hölle? Wir müssen hier raus! Wir könnten vielleicht nach Hilfe schreien. Oh, yo, wie wär's, wenn wir das nicht machen? Bro, denkt, nach Hilfe schreien bringt was. Hab ich schon versucht. Ja. Natürlich kann euch keiner hören. Verdammt, Dad, ich wünsche, ich hätte dich anders kennengelernt. Mein Sohn, es tut mir leid. Ich glaube, er kommt... Habt ihr Schritte gehört, Chad? Kommt er vor? Gott, die fliegen. Chad, denkt ihr, er kommt? Bitte sei nicht wieder nach der... Bitte sei nicht wieder nackt. Bitte sei einfach nicht wieder nackt. Bitte sei einfach nicht wieder nackt. Wenn er jetzt hier reinkommt, Chad, bitte... Oh, ich glaube, er ist nicht nackt. Er hat sich einen Anzug angezogen. Hey! Und er ist nackt. Was macht er? Warum hat er ein Messer in der Hand? Warum hat er ein Messer in der Hand? Warum hat er ein... Und jetzt lass uns unser Spiel beginnen. Oh, wir beginnen jetzt erst unser Spiel? Wir beginnen jetzt erst unser Spiel? Warum sind die Lichter gerade aus hier? Warum sind die verdammten... Ich muss eh drücken. Wie, ich muss eh drücken? Was will der von mir? Ich drück das schon eh! Sollen wir das Messer nicht... Tut mir leid, Dad. Chad, wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin, Chad? Wo sollen wir... Warte mal, es ergibt keinen Sinn, wenn wir die... Warte mal, wenn wir das Seil durchschneiden, dann sterben wir doch auch. Habe ich recht? Oh, okay, verstanden. Okay, Chad, wir dürfen über kein Seil laufen. Mach die Augen auf.
Wo denkt ihr, sollen wir überhaupt hin? Auge auf, Chino, es ist dunkel. Da ist ein Seil, habe ich gesehen. Hier muss doch auch noch eins sein. Denkt ihr, hier ist irgendwo? Chef, wo denkt ihr, muss ich hin? Hier ist keins, glaube ich. Okay, es ist auch gestorben, habe ich recht? Wenn ihr ein Seil seht, Chat, macht die Augen auf. Hier ist noch eine Falle. Gib mir. Okay, jetzt sehen wir mehr. Let's go, jetzt sehen wir mehr. Da sind Bärenfallen überall. Wo soll hier eine Bärenfalle? Ja. Und der hat uns eingesperrt. Wo ist hier eine Granny-Reference, Chat? Hier sind überall Bärenfallen. Hier sind überall Bärenfallen. Denkt ihr, wir müssen hoch, Chat? Wo müssen wir hoch? Wo müssen wir? Zu uns ins Zimmer? Schneide das Seil recht durch. Denkt ihr, er meint das Seil? Schneid es doch durch! Denkt ihr, er meinte das Seil? Jetzt können wir hoch, habe ich recht? Jetzt müssten wir normalerweise... Oh Mann, ist das! Wie viele Bärenfallen hat er hier platziert? Oh, let's go, wir können hoch. Okay, Chat, let's go, wir können hoch. Okay, mach die Augen auf, wir dürfen hier nicht irgendwo durchlaufen. Und was genau ist das? Was ist das? Okay, wir müssten hier ganz langsam durch, Chat, durch die Seile. Wir dürfen gegen kein Seil aus Versehen laufen. Gegen kein Seil dürfen wir aus Versehen laufen. Achtung, Chat, ich zeige euch, dass ich der beste Gamer der Welt bin. Und jetzt hier rein, habe ich recht? Zieh mir ein Seil. Nimm den Schlüssel. Welchen Schlüssel meint der? Oh. Ich denke mal den Schlüssel. Oh, alle schreiben Els, weil ihr alle es besser gemacht hättet. Ihr alle habt es besser gewusst, dass es klar war, dass das passiert. Habe ich recht? Okay, jetzt könnten wir den Schlüssel nehmen. Habe ich recht? Und was soll man mit dem verdammten Schlüssel machen? Chef, was muss ich mit dem verdammten Schlüssel jetzt machen? Wofür ist der Schlüssel, ha? Wofür soll der... Chef, wofür denkt ihr, ist der Schlüssel? Okay, da geht's nicht weiter. Okay, das heißt, wir sollen zurück wahrscheinlich. Wo ist mehr Platz hier links? Durch. 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 Let's go! Okay, dann gehen wir hier rein. Was ist hier drin? Achtung nicht, dass hier irgendwo wieder eine Falle ist. Ha! Lass mich hier raus! Das war's, beide. Wir sind tot. Wir sind offiziell eingesperrt, Chat. Wir sind offiziell eingesperrt. Warum ist gerade meine... Ich habe in meiner Tasche ein Feuerzeug. Das fällt Bro jetzt erst auf? Ihr wollt mir sagen, dass Bro das jetzt erst auffällt, dass er ein verdammtes... Und das Feuerzeug geht... Ah! Ah! Was ist hier? Ah, ah, was ein Loser! Komm her! Good night. Chat, ich check nicht mehr durch. Haben wir jetzt unseren Dad umgebracht oder unseren Fake Dad? Wen haben wir umgebracht? Und am Ende, hier sitze ich. Okay, danke, dass der Text so schnell weg ist. Ich warte auf die Polizei, bis sie ankommt. Mein Onkel kommt, ist auch schon auf dem Weg hierher zu kommen. Yo. Bin froh, dass ich überlebt habe. Und den umgebracht habe. Ich verspreche, dass ich eine gute Person sein werde, Vater. Ich verspreche dir, unseren Namen zu ehren. Hinter dir! Hinter dir ist jemand! Hinter dir! Hey! Hey! Hinter! Hinter! Wo ist der Kopf hin? Wo ist der... Chef, wo ist der... Wo ist der... Da habe ich 6 von 6 Geld, Chef, von mir.